So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier Tomb Raider. Letztes Mal waren wir hier im Lager stehen geblieben und müssen jetzt anscheinend hier irgendwie hoch oder so, keine Ahnung, wir sollen zu irgendeiner Forschungsstation oder so, die hier ist. Wildschwein. Okay, perfekt. Zwei Schüsse reichen, dann holen wir uns die nochmal kurz. Ein bisschen sowas muss man ja immer mal mitnehmen für EP. So. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir haben hier einen Aufzug, den können wir hoch. Würde ich mal so sagen. Obwohl, standardmäßig können wir da nicht hoch wahrscheinlich. Wäre zu einfach. Ach, hier brauchen wir auch so einen Scheißteil. Okay. So, komm mal runter, Aufzug. Das sieht doch schon mal nicht gut aus. Oder? Ja, warum war das klar, dass ich diesen Aufzug nicht auf normalem Weg benutzen kann? Hier hoch. Okay, hier kann ich klettern. Mal kurz hoch und drüber. Lieber immer ein bisschen hochklettern, bevor man rüberspringt, weil da hat man ein bisschen Puffer nach unten, wenn man verkacken sollte. So, okay, dann müsste man hier hochkommen, oder? Ja, perfekt. Okay. Hier liegen Pfeile, heißt, hier werden gleich Gegner sein irgendwo. Hundertprozentig, sonst liegen hier keine Pfeile. Hier liegen Granaten. Ja gut, das wird noch kritisch, glaube ich. Aber erstmal hier hinten liegt eine Kiste. Die holen wir uns erstmal. So, mach auf das Ding. Warte, ich kann den Bogen nochmal upgraden hier nach. Okay. Compound-Bogen ist anscheinend nicht das letzte Stück. Interessant. So, wo soll ich jetzt hin? Ich schätze mal da oben, oder? Komm. Und. Warte mal, warum mache ich es dann nicht einfach nach da? Geht nicht. Okay. Schade. Oder? Mann. Danke, Game. Hallo? Ach wow. Es muss rot sein, danke. So, jetzt einmal schön schnell hier rüber. Dann hier lang. Okay, ein weiter Sprung. Dann. Okay, da hat sie sich nicht festhalten wollen. Scheiße, Mann. Okay, hochspringen. Warum auch immer sie da nicht hochklettern konnte. Oder? Okay. Hier haben wir ein Buch von Whitman. So, ihr kennt das Prozedere ja. Ihr drückt auf Pause, wenn ihr es lesen wollt. Wenn nicht, dann kann es euch egal sein. Okay, ich muss da ganz oben hoch. Okay. Warte mal, hier kann ich irgendwo hochspringen. So, okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus, als könnte man dran springen. Natürlich ist hier Stacheldraht dran, so wie man es kennt. Ah, da kommt sie so hoch und rüber ran an die Leiter. Ach, natürlich ist die Leiter auch nicht mehr bis ganz nach oben da. So. Dann weiter geht's. Och, nee. Das finde ich jetzt gar nicht gut, wenn es das ist, was ich denke. Ach doch, okay, die fährt. Das war knapp. Jetzt lass mich das hier ranziehen. Über da. Okay. Holy shit. Fällt das Ding erstmal weg. Okay, sollen wir da runter oder oben lang? Das ist jetzt die Frage. Okay, ich gehe erstmal oben lang gucken. Hier unten scheinen wir ja wegzukommen. Aber was ist hier oben? Er wird ja nicht grundlos so sein, dass hier man hochkommt, oder? Ja doch, anscheinend schon. Dann einer hier runter. Gehen wir auf anderem Weg dann dieses Seil. So, okay. Shotgun-Muni.
Ist mir ganz ehrlich, eigentlich immer wenn da Muni liegt, ist irgendwo ein Feind. Normalerweise. Aber natürlich dürfen wir erstmal wieder rüberspringen. Ach, lol, das war nicht an der Wand. Lol. Okay. Dann einmal hoch hier. So. Das finde ich auch schade, dass man das nicht einfach flüssig machen könnte. So. Okay. Komm. So, okay, die beiden sind weg. Hoffentlich haben die noch keine Verstärkung rufen können. Gott. So, Ding. So. Tschüss. Für den Fall, dass noch was kommen sollte? Nee, kommt aber nichts mehr. Finde ich gut. So, Muni. Hier gibt es soweit dann nichts mehr, außer da würde ich mal sagen, müssen wir weiter. Oder? Ja, hier können wir ran. So, genau, hack dich da in die Wand rein. Und jetzt hoch hier. Wo jetzt denn da, würde ich mal sagen. So, okay, da hackt sie sich wenigstens automatisch fest, jetzt mal ganz ehrlich. So. Och, nö. Okay, das ging doch einfacher als erwartet. Dann einmal hoch hier. Och nein, da hängt eine Leiter. Ich muss da nicht dran springen, oder? Okay. Ja doch, ging. Ich weiß nicht, ich mag sowas nicht. Oh, den Bogen kann ich abwenden. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Jetzt mal ganz ehrlich, weil... Besser als der Bogen hier? Das muss man erstmal schaffen. Also ich kenne da nicht so viel, was besser sein sollte. Wenn überhaupt. Mir fällt gerade so auf Schnelle nichts sein, was gerade halbwegs besser ist als diese modernen Bogen. Vielleicht erschaltet er einfach auch einmal nur Modifizierung frei. Aber egal. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob man hier jetzt wirklich sich dran hacken muss. Aber... Okay. Anscheinend mussten wir nur hier runter. Und hier haben wir einen Geocache. Das nehmen wir doch mit. Lol, sie teleportiert sich einmal nach oben. So, nehmen wir dann... Schöne durch die Suppe durch. Und hier wieder hoch. Perfekt. So. Natürlich konntest du nicht bis da oben hochgehen. So, okay. Nee, hier haben wir wieder so Löcher. Komm, passt du da durch? Nee. Okay, da haben wir aber ein Sammelobjekt. Okay. Yep. Kann man ja mal machen. Stimmt, ich wollte auch eigentlich die ganze Zeit mal eine 100% Folge machen. Ach egal, kommt dann nach dieser hier, wenn es möglich ist. Mal schauen. So viele Leichen. Kaiser Dad. Die Oni sind hier. Okay. Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Woher wissen die, dass ich hier bin? Soweit ich weiß, gab es niemanden, der das denen sagen konnte. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt mal ganz kurz hier ins Lager setzen. Ein Sportbogen, ah, okay. Ja gut. So. Ist das nicht eigentlich ziemlich genau das gleiche, um ehrlich zu sein? So, Kartografie holen wir uns jetzt erstmal. Stimmt, das hatte ich noch gar nicht. So, jetzt. Jetzt können wir nach dieser Folge eine 100% Folge machen.
Weil wir jetzt nämlich, kann ich ja mal kurz zeigen, jetzt wird uns hier gesagt, hier ist die Schatzkarte. Dann können wir uns einen Wegpunkt setzen und dann wissen wir, oder dann wird uns das hier sowieso vorgezeigt. Das, was jetzt hier schon grau ist, was wir schon entdeckt hatten irgendwie. Scheinbar bin ich schon dran vorbeigerannt und so. Das habe ich jetzt überall freigeschaltet. Das heißt, ich muss einfach nur zur Karte hingehen und die suchen. Kurz nach. So, irgendein Soldat. Also, wieder kennt ihr. Pausieren. So, dann gehen wir jetzt weiter. Die haben wir ja schon erledigt. So, den nochmal plündern. Was ist mit diesem Sound gerade gewesen? Ich mag das nicht. Okay, wir haben hier einen Aufzug oder was soll das sein? Hm. Okay, sieht aber frei aus. Wo kommt dieser Strom überhaupt her? Ich habe sehr sehr schlechte Erfahrungen mit Aufzügen gemacht. Also. Oh, er funktioniert? Was? Er funktioniert doch nicht. Der Aufzug steckt fest. Ja, gut. Was soll ich machen? Ich kann hier irgendwas machen, okay. Okay. Das ist förderlich, echt? Komme ich hier drunter? Nee, schade. Frage ist, wie komme ich hier großartig weiter? Okay, hier durch die Tür komme ich nicht. Ich muss jetzt die restlichen Räder weghacken, oder? Ja, sieht so aus. Okay. Ich muss irgendwie da durchkommen. Die Tür ist auch zu. Können wir hier was machen? Ja, hier kommen wir hoch. Interessant auf jeden Fall. Hier kommen wir nicht dran, schade. Aber wir kommen hier weiter hoch. Bringt uns das irgendwas? Hier liegt irgendeine Leiche. Warte, was hatte ich da gerade, was ich sammeln konnte? Hm, keine Ahnung. Warte mal, wir können ihn wieder rufen? Okay, interessant. Also der kommt wieder hoch. Okay, warte mal, ich sehe da doch was. Hier ist ein Loch drin. Wie komme ich da jetzt aber hin? Hier dran? Ja, perfekt. Ui, die Schrotflinte können wir auch wieder upgraden direkt. Finde ich wieder interessant. Achso, andere Sache. Und den Bogen haben wir noch gar nicht bewundert. Ui. Ja, doch, der sieht jetzt nochmal ein bisschen moderner aus. Ja, doch. So, nee, die Sache ist, jetzt, ich habe noch, ich würde mich zwar eigentlich an ihrer Stelle nicht hier reinstellen, aber ich habe noch das und das. An das komme ich nicht ran und an das komme ich nicht ran. Hier hängt eine Leiter, mit der kann ich nichts machen. Wirklich? Doch, kann ich was machen, wollte gerade sagen. Hätte mich schon hart gewundert. Okay, heißt, ich muss den irgendwie höher schicken können. Also es muss höher gehen. So, wie kriege ich den jetzt noch höher? Kann ich hier weiter hochrennen? Okay, ich kann noch weiter hoch. Perfekt. Komm mal hoch. Och Gott. So, dieses Mal wissen wir ja schon, wo wir hin müssen. Hoffe ich zumindest mal. Also hier hoch. Und weg damit. Okay, einen noch, dann kann ich den. Diese Plattform würde sowas von nicht mehr halten. Okay, die Frage ist nur, wie komme ich jetzt darüber? Dort hinten würde es hochgehen, okay. Hm. Okay, hier könnte man hoch. Ah, warte mal. Hier kann man klettern. Hier kann man klettern. Kommt man irgendwie da hoch? Ich muss mir den Weg freischießen. Ah, okay, komm nochmal runter. Der Hinweis von ihr war gut. So, jetzt lass mich hier drin hier.
So. Jetzt haben wir das Ding da weggeklatscht. Und dann will ich mal ganz schnell sagen. Wir gehen. Jetzt mal ganz schnell hier hoch. Versuchen dann drauf zu springen und während das Ding hochfährt, dann reinzukommen, oder? Das könnte so klappen. Genau, du kommst jetzt hoch. So, genau. Perfekt. Timing. Ich weiß zwar nicht, ob das so gewollt war, aber es hat geklappt. So. Hui. Ah, ausnahmsweise mal nicht direkt wieder ein neues Teil gekriegt. So. Bam. Ja, gut. Ich glaube, das hat funktioniert. Dann einmal runter hier. Schon wieder gegen die Wand abrollen. Hier springe ich mal nicht runter, dann bin ich glaube ich tot. So, dann im Kreis hier runterrennen, wie es sich gehört. Ich meine, man hätte ja vorher auch nicht die Treppe nutzen können oder sowas. So, okay. Aua, die Kante war hart. Machen wir die Tür mal auf. Haben wir es einfacher fürs nächste Mal. Oh. Kann ich hier durchschießen? Puck. Der Typ da hinten ist aber gedeckt. Scheiße. Aufstemmen, okay. Krieg ich Materialien. Lul, da hängt wieder was. Ah, lul. Okay. Einen von fünf Totems ist das. Ach, scheiße, der ist da gedeckt. Komm, beweg dich da weg. Ach scheiße, jetzt wieder. Oh fuck. Ich brauche Hilfe! Scheiße. Scheiße. So, okay. War das alle? Ich hoffe mal. Da habe ich zu lange gebraucht. Ich sollte. Ich weiß nicht, was das bringt, genau, den Pfeil aufzuziehen. Ich glaube, es macht mir Schaden, wenn er aufgezogen ist, aber. Wie gesagt, das ist so eine Sache. Ich mache es einfach immer, aber wenn man Headshots trifft, sollte es sowieso keinen Unterschied machen. Ach, lol. Ich wollte doch einfach nur die Kiste da looten und nicht den aufbrechen, aber egal. So. Kiste auf. Hier, dann haben wir bald wieder einen Fähigkeitspunkt. Und dann gehen wir hier weiter. Sollen wir, oder? Ja. Ui. Ui. Okay, hier ist es. Ja, okay. Scheint sauber zu sein. Warte mal. Okay, anscheinend können wir hier hoch. Diese Figuren. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und
erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Okay, ich würde mal sagen, jetzt will ich schnell hier raus. Oh, warte mal. Oh, ja. So viel zum Thema mit hier rauskommen. Sprengen wir euch in der Luft? Ja gut, wo komme ich hier raus? Scheiße. Komme ich hier hinten irgendwo weg? Nee, hier hinten bringt es mir auch nicht. Scheiße. Ah, ich stehe hier im Wasser, euer Feuer kann mich mal. Okay, der ist tot. Oh fuck. Ach lol, das explodiert ja nicht, weil ich Wasser um mich rum habe. Ach lol. Aber das funktioniert auf einmal. So, zeig dich nochmal da oben, du Kleiner. Ups. Okay, ich muss da also einfach nur lange genug durchhalten. Okay, der hat sich hochgejagt. Okay, Block hat der eventuell noch besser. So, okay. Die sind tot. So. Dann looten, looten, looten. Oh Gott. Wie viel Dings ich kriege. Wie viel Material. Komm, jetzt geh hier hoch. Loot. Richtig viel Loot. Okay, ich nehme mal wieder meinen Bogen. Ab jetzt bin ich ja wieder Stealth. So. Hallo? Lässt du mich raus? Ja, okay, danke. Och nein. So, okay, ran da. Warum war das irgendwie klar? Jetzt mal ganz ehrlich. So. Einmal rüber hier. Okay, sie nimmt hier die Fackel. Und die Musik wird ruhig. Das finde ich angenehm. So. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ja gut, so viel zu dem Thema, es ist ruhig. Ich würde mal sagen, wir müssen zwar jetzt nur noch hier runter und so, aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann wird die nächste Folge doch noch keine 100% Folge, weil wir jetzt gerade ein größeres Problem haben. Aber ich hoffe, ihr guckt euch die nächste dann auch noch an. Ich beende hier diese Folge und dann bis zur nächsten Folge.